Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier von Train Sim World und in diesem Fall Great Western Express. Und zwar spielen wir jetzt, also weil wir jetzt die ganzen Szenarien durch haben, machen wir jetzt natürlich den Fahrplanmodus und da haben wir natürlich jede Menge Spielraum. Es gibt natürlich drei verschiedene Voreinstellungen, was halt das Wetter betrifft: einmal den klaren Frühlingstag, den bewölkten Frühlingstag und den regnerischen Frühlingstag. Deswegen haben wir hier eine Möglichkeit von 1 bis 3. Wir generieren das einfach mal. Es ist die 2, sprich es ist ein bewölkter Frühlingstag. Dann haben wir noch drei Möglichkeiten. Einmal können wir mit der Class 66 DBS fahren, mit der Class 43 GWG und mit der Class 166 GWG. Wieder drei Möglichkeiten, generieren wir nochmal. Nummer 3 heißt, wir fahren mit der Class 166 GWG. So, wie viele Möglichkeiten haben wir jetzt hier? Ach verdammt, hätte man natürlich vorher gucken sollen. Wir haben... Konnte man das nicht hier sehen? Ah, hier. 229 Zugverbindungen haben wir. So, 229. Generieren wir das. 199. Reißigste von unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30. Sprich, wir fahren eine kurze Strecke von Greenford. Wir fahren ein Networker Turbo von West Ealing nach London Paddington, die letzte Hälfte der Reise von Greenford aus. So, dann können wir das hier, das wollte ich nicht, wir können das hier deaktivieren. Das ist die jetzige Fahrt, 119,90 sollte ich mir mal merken. Deswegen lassen wir es einfach mal offen. So, dann kann ich das hier ein bisschen wieder nach dort ziehen, die OBS-Aufnahme. Sprich, wir fahren die 2G35 Greenford London Paddington. Um 22.25 Uhr, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in-game. An einem Ort halten, Ealing Broadway. Okay, das Problem ist, ich habe natürlich jetzt gerade wieder komplett vergessen, wo W... Ach, das war glaube ich hinter uns irgendwo, ne? Okay, das lädt natürlich gerade etwas länger. DSD normal... den Hauptschalter entriegeln. Richtungswende auf vorwärts. Gut, wir müssen da hinten halten. Oh Gott, wo haben wir jetzt mit Tag und Nacht und so weiter? Ich glaube, ich muss das gleich sowieso nochmal neu starten. Einfach nur deswegen. Zugbeleuchtung ein. Ich würde sagen, wir fahren erstmal los zum Bahnhof, bevor wir hier... Wo ist denn der Sound hin? Ist ja gefühlt noch leiser als sonst. Der war doch irgendwo auch das Tagfalllicht oder so, ne? Machen wir mal das Kabinenlicht an, damit wir noch was sehen hier. Ah, Spitzensignale auf Nacht. Gut, dann halten wir mal in Ealing Broadway. Wir sind schon zu spät.
Wir haben noch ein rotes Signal vor uns, warum auch immer. AWS, wo ist AWS? Wo war das nochmal in diesem Zug, verdammt? Wir können auch nicht in den Bahnhof reinfahren. AWS finden wir gleich noch. Erstmal müssen wir noch achten, dass wir nicht jetzt übers rote Signal fahren. Not, DSD, Wachsamkeit. I'm confused. Warum ist das nur rot? Gucken wir dann mal gleich nach. Das Zurücksetzen ist klar. Aber das ist doch gar nicht aktiviert, oder bin ich blöd? War das nicht auch hier oben? Okay, I'm confused. Oder was hier hinter uns? Hinter uns war es, ne? Hoppala. Können wir das auch wieder isolieren. Warum? Gucken wir mal. Wir haben ein rotes Signal. Wir wollen dorthin. Da können wir nicht hin, weil da noch ein Zug steht. Na, okay. Ich bin verwirrt. Warum will er nicht fahren? Warum stehen wir noch? Einfach mal ein bisschen mehr Richtung Signal rollen, Richtung rotes Signal. Aber vermutlich müssen wir halt warten, ich habe keine Ahnung. An einem Ort halten, also. Jetzt haben wir grünes Signal, okay. Gelbes Signal, meine ich. Fährt denn der jetzt da raus? Der ist weg, okay. Dann können wir ja entspannt im Bahnhof halten. Vermutlich, also der Zeitplan, wir sind jetzt 5 Minuten zu spät. Ich vermute mal, wir hätten einfach weiter vorfahren müssen. Dann wäre das Signal auch umgesprungen für unseren Vorteil. Aber gut, das haben wir halt jetzt. In dem Sinne vermasselt. So früh wollte ich den Aufwärm nicht halten. Gott, Gott, Gott. Dann öffnen wir die Türen. Und lassen die Passagiere einsteigen. Wo müssen wir noch alles halten? Acton Mainline und dann sind wir schon in London Paddington. Also es ist eine kurze Tour. Aber das ist auch gar nicht mal so schlimm, denn ja, wenn wir Glück haben, kann uns der random
Number Generator halt auch unterschiedlich lange Folgen bescheren, dass es halt auch noch damit so ein bisschen zusammengewürfelt wird. Dann verriegeln wir die Türen und preschen los zur Acton Mainline. Pünktlich sind wir safe, also pünktlich werden wir nicht mehr sein, aber gut. Bin ja gespannt, wie viele Punkte wir bekommen insgesamt und was für eine Medaille das werden wird. Ich glaube, ja, Great Western Express wäre mit Medaillen, ne? Wenn mich nicht täusche. Gott, aber echt verdammt leise. Das war echt noch jede Menge im Video bearbeiten dürfen, was die Audio betrifft. Dass ihr darum ein bisschen mehr hört. Ach ja. Eine Nachtfahrt wurde es. Ich bin mal gespannt, wie das den ganzen. Wie der Random Generator uns sonst so noch die ganzen Szenarien auswählt. Ja, ganz passabel gebremst. Geben wir die Türen wieder frei. Wie gesagt, den zeitlichen Aspekt müssen wir einfach mal komplett ignorieren. Können einfach mal gucken, ob es hier irgendwie was auf diesem Gleis gibt, was man noch mitnehmen kann. Help Point. Information. Okay, cool. Aber scheinbar ist es hier ohne Sammelobjekt. Deswegen steigen wir einfach mal wieder ein. Und setzen uns wieder hin. Schließen wir die Türen. Und jetzt haben wir noch 3,9 Meilen. Bis nach London Paddington. Gut, wir sind zwar zu spät dran, aber das ist ja jetzt auch Nebensache. Immerhin haben wir freie Fahrt. Ich weiß nicht, vielleicht hätten wir gar nicht so die freie Fahrt gehabt, aber doch wahrscheinlich schon. Ich meine, der stand vermutlich so lange, bis wir halt über einen gewissen Punkt gefahren sind, wie bereits erwähnt. Beziehungsweise, wie ich bereits meine Vermutung erwähnt habe. Genau dasselbe Random-Verfahren werden wir halt auch bei allen weiteren Linien durchführen, wo wir bereits alle Szenarien gefahren sind. Mit
dem Northeast Corridor wird es noch ein bisschen Zeit brauchen, bis ich mich da nochmal so reingefuchst habe in das System. Beziehungsweise in die Systeme, die halt auch schon ein bisschen anders sind. Ja, ich habe die Geschwindigkeitsänderung gesehen. Ich muss schon sagen, das hat schon was. Ne? Man sieht zwar so gut wie gar nichts von der Strecke, außer halt die Silhouetten, aber schon was. War gerade kurz verwirrt, warum wir nicht wirklich schneller werden. Jetzt geht's auch noch bergab. Gleich haben wir nur noch die 40 Miles per Hour, die wir fahren dürfen. Bremsen wir uns schon mal darauf runter. Und 1,6 Meilen sind wir dann in London Paddington. War eine recht kurze Tour, aber so ist halt das Szenario. Ich bin echt gespannt, was für eine Medaille das wird. Also vermutlich im guten Bereich. Gehe ich mal einfach stark von aus. Okay, jetzt sehe ich auch noch weniger als ohnehin schon. Außer dass der Monitor mal wieder sauber gemacht werden sollte. Das sehe ich. Also definitiv. Heilige Scheiße. Soll ich mal vielleicht in Angriff nehmen? Aber erstmal bremsen wir runter auf 25 Miles per Hour. Denn wir fahren ja gerade mittlerweile in den Bahnhof rein. Von London Paddington. Oder noch nicht ganz, aber bald. Die Ausläufer so gesehen. Okay, doch weiter links. Von der Zielanzeige sah das ein bisschen weiter woanders aus, aber dem wird es wohl hier sein.
Wollen wir mal langsam abbremsen, dass wir dann möglichst weit am Prellbock zum Stehen kommen. Und dann können wir auch hier jetzt diesmal auf der rechten Seite die Türen öffnen. Dann haben wir auch gleich das Szenario, beziehungsweise diese Fahrt der Strecke von, war das nochmal, war das Greenford? Ich glaube Greenford, ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Haben wir zumindest das Ende der Strecke fahren dürfen. Und beendet. Haben wir, glaube ich, auch das Szenario dementsprechend auch beendet. Wir verriegeln nochmal die Türen und dann packen wir unsere Sachen und gehen nach draußen. Greenford war es, genau. Bronzemedaille nur. Oh ja, gut, wir waren halt spät dran, ne? Vielleicht liegt das daran. Ja. Zeit benötigt 20 Minuten 48, zurückgelegte Strecke 6,5 Meilen. 3020 Punkte bekommen. Nur eine Bronzemedaille. Okay. Okay, okay. Ich schätze mal, was ist der Zeitfaktor? Gut. Ist halt so, passiert, kann man nicht ändern. Eventuell, vielleicht irgendwann werden wir das Ganze dann auch nochmal verbessern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch in einem nächsten Video wieder von Trains in World oder in einem anderen Video hier auf dem Kanal. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.